Ich habe gesagt, ich nehme noch ein Video auf. Das mache ich jetzt. Ah, ich weiß was. Perfekt. Nee. Nutzerrezession. Ich weiß nicht. Nee. Alles klar. Ich brauche was mit mehr Niveau. Ich habe ein Jahr lang kein Video mehr aufgenommen. Ah nee, im Jahr 2021. Schon ein bisschen zu alt. Komm, ich scroll mal. Noch, noch. Nee, das auf meinem Niveau. Nee. Nee. Today is my birthday. Oha. Nee. Zu gut. Nee. Alles klar. Na, wir kommen schon näher. Wir kommen schon näher. Ja? Kann man das Dark Egypt. Ah, nee, 28% größtenteils früh gewertet. Ist nicht so gut. Ach, man kennt es vielleicht auch 3, das Horrorspiel oder Jurassic Island, The Dinosaur Zoo. Perfekt. Ich würde sagen, das ist doch mal sehr negativ. 15%. Wow. Perfekt. Willkommen zu The Tower. Habe ich ja das gekauft und es wird langsam laut. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal in das schlecht bewerteste Steam Horrorspiel rein. Ja. Let's go. Ja, es ist mir egal. Meine Augen. For the darkness takes, may see not light. Please. What is meant to have damned me so? In the king's name, what am I accused of? Please. What of my wife? My little one? What fate has befallen them? Jailer! They'll be put upon a cross with the others at dawn. Pray for them. You bastards! You sons of whores! May God forsake you! May God forsake your souls! No! 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 No!
had remained in that godforsaken place for what felt like an eternity, those men were not of holy stature. They wore the skins of men, but here existed hidden demons. Murderers, torturers, rapists. All these acts hidden from holy eyes in this place of damnation. Episode 1. So. Noch was? It was either through too much mead or a lack of attention that a small opportunity had presented itself to me. My arm had become free due to the jailer's desire to return quickly to his wench, and I was not about to let this newly found hope escape me. I pushed away from that damned stone, my restrained arm resisting their torturous shackle. So, bevor wir uns jetzt hier freibrechen, möchte ich kurz die Story erklären. Für alle, die es nicht verstanden haben, diese Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit von einem Englishman, ich weiß leider nicht, was das heißt, der in eine Festung gesteckt wurde, weil er einen Verrat gemacht hat. Ja, und aus Wut, Folter, Kraftlosigkeit kann es sein, beziehungsweise das können die Gründe sein, dass er sich nun freigemacht hat. Also wir jetzt auch, indem wir ganz auf Space gucken. Sag ich ja. Finally, my bounds had been shed. A nearby torch allowed me to witness my captor's work. My wrists were raw, as were my lips. I would need to seek water. I looked about my cell, a dark place of cruel stone and twisted roots. I gazed upon the faceless maw of that darkness then. Some would say that the devil fears nothing, but he would fear this. Entkomme aus dem Turm. Also wir müssen, soweit ich das jetzt verstanden habe, suchen wir Wasser, weil alles an uns sehr roh, also ich würde sagen trocken ist. Und ein großes Problem, was das Spiel hat, ist folgendes. Die Effekte sind lauter als das, was gesprochen wird. Das ist nicht so toll. Wir sind jetzt, also Elliot ist jetzt durch den Boden gefallen und ist fast ertrunken, als er drauf gekommen ist. Und jetzt müssen wir durch diese dunkle, vergessene Höhle von den Türmen, Alter, und nach Licht und einem höheren Grund, also rausfinden. Ich mache heute auch mehr Verplappere als meine RGB-Leuchte und mein Gehäuse Farben hat. So. I can recall stepping forth into that shadow as if it were only an hour ago. The damn cold. Man muss C gedrückt halten zum Crouchen und nicht nur C drücken. Das ist schon ein bisschen belastend, wenn du bitte jetzt hier laufen würdest. Das sieht alles sehr. Ich weiß nicht, das ist. Auch als ob da so ein Filter drauf wäre, der nicht drauf sein sollte. Keine Ahnung. Hallo?
Also, kurze Randinfo. Das ist jetzt der 28.000. Versuch, dieses Spiel aufzunehmen, weil OBS hat am Anfang nicht funktioniert. Ja, und dann hat halt die ganze Aufnahme sehr geruckelt. Deswegen weiß ich halt jetzt schon, was kommt. Leider. Es macht es trotzdem nicht besser. Machen wir das mal an. Ui. Hallo? Perfekt. Und wir speichern. Hallo? Und wir machen weiter. Nein? Man kann diese wunderbar hell leuchtende Lampe nicht mitnehmen. Und diese Animationen sind viel zu lang. Ich glaube, wenn ich da jetzt langlaufen würde, würde der mich sehen. Aber ja. Also wir haben jetzt quasi gesagt, dass wir hier raus wollen, um unsere Familie wiederzusehen. Und um hier nicht zu vergammeln, wollen wir abhauen. Und jetzt labert er. Daraus kann man ein gutes Lied machen. Aus He Prays. Okay. Schubst mich halt 3 Meter weit. Hört sich nicht so gesund an. Ich glaube, der ist tot. Aber nur vielleicht. Ach. Also ich denke mal, wir sollen jetzt hier weitergehen. Denken. Ich kann es immer noch nicht erkennen, was da ist, Leute. Es sieht aus wie ein sehr schlecht texturiertes. Ja. Wartet mal. Könnten abgeschnittenes Bein sein oder so. Wo kommt das denn jetzt her? Der Tod hat dich geholt. Leider. Hoffen wir, dass der Speicher schon funktioniert. Das ist auch ein großes Problem vom Spiel. Ein großes Problem vom Spiel. Die Speicherstände gehen nicht so, wie sie sollen. Jetzt hast du. Ja, Menü. Ich würde gerne. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder da bin. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Ja, gut. Okay. Dann müssen wir wohl noch mal zurück. Das sind wohl Gefangenenzellen. Geht nur hin. Which poor soul cowers in the dark there. Please, I won't hurt you. Come forward. I'm looking for my... Elliot? Das ist unsere Frau. Ja. Gut. Ich mach mal weiter. Wegen der Copyright-Musik, falls die Copyright ist. Das war's. So. So, meine Freunde, das war's mit dem Video. Ging doch ein bisschen länger als erwartet. Hab's ja geschnitten. So, und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst doch dann ein Like da. Wenn ihr mehr von dem ganzen Stuff sehen wollt, dann abonniert mich doch bitte. Vielleicht kommt ja noch mal ein schlechtes Horror-Video. Oder ein schlechtes Horror-Game-Video. Oder vielleicht kommt als nächstes meine erste Runde in CSGO. Ich weiß es noch. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.